Das ist Ihr Versicherungsfunk-Update für Dienstag, den 27. September, präsentiert von IBEPRO, die Lösung für Bestand und Provision. Maklerslieblinge 2022 – Wer bei fondgebundener LV führt. Das Magazin Pro Contra veröffentlichte Teilergebnisse der Vermittlerumfrage Maklerslieblinge 2022. Die Ergebnisse im Bereich Altersvorsorge werden nach Produktklassen sortiert. Bei den fondgebundenen Lebensversicherungen wurde die Allianz am häufigsten genannt und erhielt 9,3% der 837 abgegebenen Stimmen. Es folgen die LV 1871 8,5% und der Volksverbund mit 7,8%. Standard Life hebt Rentenzins an. Standard Life hat den Zins für seine Rentenzahlung bei Fondspolicen von 0,25% auf 1,25% erhöht. Die Anhebung gilt für alle Verträge, bei denen die Rentenzahlung noch nicht begonnen hat. NeoDigital bietet neuen Wechseltarif für Unfallversicherungen. Die NeoDigital Versicherung AG hat ihr Wechseltarifangebot um eine Unfallversicherung erweitert. Beim Tarif NeoSwitch sollen Kunden den gleichen Schutz wie bisher bei einem 5%igen Wechselbonus und täglichem Kündigungsrecht erhalten. Münchner Verein will Bedeutung der Zahngesundheit hervorheben. Die Münchner Verein Versicherungsgruppe nimmt den Tag der Zahngesundheit zum Anlass, auf die Bedeutung der Zahngesundheit bei Kindern und Jugendlichen hinzuweisen. Der Versicherer stellt dazu Kitas und Schulen Zahnputzsets zur Verfügung. Diese sind kindgerecht und bestehen aus einem Krokodilzahnbürstenhalter aus Holz mit integrierter 3-Minuten Sanduhr, um die optimale Putzdauer im Blick zu haben, einer Kinderzahnbürste aus Bambus sowie einer Kulturtasche aus Jute. Interessierte Schulen und Kitas können sich unter presse@münchner-verein.de bis zum 24. Oktober melden. AXA Easy komplettiert Vorstand. Christian D.F. Pape rückten die Führungsmannschaft vom digitalen Kfz-Versicherer AXA Easy auf. Der Diplom-Betriebswirt verantwortet zusätzlich zu seinem neuen Vorstandsmandat als Tribe Lead das strategische Thema Omnikanal im AXA-Konzern. AFW bekommt neues Fördermitglied. Der Bundesverband Finanzdienstleistungen AFW begrüßt mit der Finomed GmbH ein weiteres Fördermitglied. Das Unternehmen aus Berlin hat eine Plattform auf Basis einer öffentlichen Blockchain gebaut, die den Handel von Technologie und Edelmetallen sowie seltenen Erden fälschungssicher dokumentieren soll. Und das war Ihr Versicherungsfunk-Update für Dienstag, den 27. September, präsentiert von IBEPRO, die Lösung für Bestand und Provision.